So, hallo, hallo, ihr Lieben. Ja, jetzt gibt es noch ein abendliches Video nach auch einem ereignisreichen Tag für mich. Und zwar habe ich mir heute viele Gedanken darüber gemacht, dass es ganz, ganz vielen Menschen so einfach fällt, das Potenzial und das Gute und was alles möglich wäre, in anderen Menschen zu sehen. Und das ist so, so viel einfacher, andere zu sehen in ihrer höchsten Form, in ihrer höchsten Version, in ihrem Divine Design, in ihrer Schönheit, in all dem, was sie können, in all dem, was sie ausstrahlen und sich selber, da ist es schwierig. Und das ist einfach so eine Perspektive, die wir beigebracht gekriegt haben. Es ist eine Perspektive, dass wir im Außen das Schöne, das Bessere, das Tolle, das Erfüllende suchen und dann auch sehen. Es ist da draußen, es ist irgendwo, aber es ist nicht im Innen. Und diesen Shift zu machen, diesen Shift zu machen und nach innen zu sehen und dort genau das Gleiche, die gleiche Schönheit zu sehen, die gleiche Perfektion, das gleiche Potenzial zu sehen, was wir im Außen sehen können. Das ist der Zauber, das ist die Magie. Und es geht eben nicht von außen nach innen. Es ist echt eine Einbahnstraße. Die Einbahnstraße, die geht wirklich nur von innen nach außen. Und wie gut es sich anfühlt, jemanden zu erheben, wie gut es sich anfühlt, jemanden alles zu geben. Zum einen ist aber nicht dauerhaft, ist nicht nachhaltig, ist nicht stabil, weil mein Fokus immer noch auf dem Außen ist. Und wenn ich es in diesem Moment, wo ich diese Person frisch kennenlerne, neu sehe, ohne Bedingungen, ohne Geschichten und sie dann in ihrem Divine Design halten kann, in ihrem höchsten Potenzial, in ihrer höchsten Version, dann fühlt sich das für mich so toll an. Und dann ist es so befriedigend und dann habe ich das Gefühl, wow, so schön für mich. Und kaum geht das Ganze irgendwie nicht auf, kaum zeigt sich das nicht für mich, kaum kriege ich kein Danke, kaum kriege ich keine Anerkennung, kaum kriege ich kein wow, vielen Dank, dass du mich in meiner schönsten Version siehst. Dann geht das Ganze den Berg runter. Und es ist ja logisch. Du wirst nie ein Wow, danke, dass du mich in meiner schönsten Version siehst, bekommen. Und warum wirst du es nicht bekommen? Weil das Gegenüber dein Pushed Out ist. Und solange du dich nicht selber in deiner allerschönsten Version sehen kannst, wird dein Pushed Out niemals sagen, danke, dass du mich in dieser schönsten Version siehst. Das ist Gesetz, das ist Prinzip. Denn everyone and everything is you pushed out. Und das kannst du nicht knacken, das kannst du nicht verändern. Da kannst du im Außen so ein Gutmensch sein und so ein Guttuer und so ein wunderbarer Coach und so eine wunderbare Unterstützung und die starke Frau hinter dem Mann. Das Danke kommt da nicht. Weil es so nicht gemacht ist, weil es so nicht gedacht ist, weil das Prinzip nicht so funktioniert. Es funktioniert nicht so, dass du im Außen woanders als bei dir selber im Innen die Dinge siehst, die du dir wünschst. Das Prinzip funktioniert nur so, dass du im Außen siehst, was dir gefällt. Das ist wie beim Laden, das ist wie beim Shopping gehen. Du gehst shoppen, du gehst in die Läden rein, du schaust dir die Kleider an, du schaust dir die Möbel an, du schaust dir alles an, was es gibt. Und irgendwie sagst du, wow, das gefällt mir. Das passt zu mir. Das entspricht mir. Das gehört zu mir. Das ist meins. Und dann hast du es verkörpert, dann hast du es verinnerlicht und dann ist es deins. Und dann
geht es eben darum, dass du es trägst, dass du es nutzt, dass du es von innen nach außen trägst. Und das ist genau das verkehrt herum, was wir Menschen immer wieder versuchen. Wir versuchen im Außen das zu sehen, was wir im Innen sein wollen. Und deswegen ist es eigentlich auch so einfach, andere zu erheben. Deswegen ist es ja auch so einfach, wenn wir uns frisch verlieben, in anderen die Version zu sehen, die so toll ist und die so liebevoll ist und die so liebenswert ist. Aber es ist nie nachhaltig. Es ist nie anhaltend. Es bringt nie wirklich diese wahre Erfüllung. Es ist etwas, was ich machen kann, aber es ist nicht etwas, was ich bin. Und da ist dieser große, große Unterschied zu suchen. Und deswegen gibt es so, so viele Coaches, Therapeuten, Berater, Unterstützer, Anführer, Gruppenmotivator, Motivational Speakers, die das alles auf die Bühne bringen, die das alles nach außen bringen, aber nicht von innen sind. Die allerwenigsten, die sind es wirklich. Und wenn du mal hinter die Kulissen schaust, was da wirklich stattfindet, bei denen, wo du glaubst, die es geschafft haben, bei denen, wo du glaubst, dass der Erfolg zu Hause wohnt, in allen Lebensbereichen, wo Glück, Glückseligkeit, Zufriedenheit herrscht. Wenn du da mal wirklich hinter die Kulissen schaust, dann siehst du dort immer noch Human Design. Dann siehst du dort die menschliche Beschränkung, dann siehst du dort Druck, da siehst du dort Anstrengung, da siehst du dort Härte, da siehst du dort Schwere, weil es eben nicht im Innen ist, sondern im Außen projiziert wird, im Außen produziert wird. Dieser Schein. Lieber Schein statt Sein. Und das ist genau das, was kurz mal beeindruckt. Das ist genau das, was kurz mal einen Hype erzeugt. Aber es ist nie nachhaltig. Es ist etwas, was vielleicht eine Sucht erzeugen kann. Es ist etwas, wo du glaubst, es ist dort, dass du immer wieder hingehst, dass du immer wieder dort kaufst, dass du immer wieder dort anrufst bei diesen wunderschönen Lines, wo man anrufen kann, sich beraten lassen kann, sich sehen lassen kann. All diesen Aussagen, all diesen Analysen über dich, sei es Human Design Analysen, Charts, all diesen Analysen wie Astrologie. Das ist alles super spannend. Und alle sagen dir nur eins, was du bist und was du nicht bist. Aber die Wahrheit ist, du kannst es entscheiden. Und in Wahrheit bist du einfach alles. Du bist das Höchste, du bist das Schönste, du bist das Größte, du bist das Aufregendste, du bist das Spannendste, du bist das Erfolgreichste, du bist das Geliebteste und du bist das Gefragteste. Und das gilt es zu leben, zu verkörpern, einfach zu wissen. Immer. Unabhängig von dem, was im Außen passiert, weil es ist wirklich nicht das, was matchentscheidend ist. Dein Pushed Out ist von früher. Dein Pushed Out zeigt dir deinen dominanten Seinszustand, deine dominante Verkörperung. Und deswegen kann sich das nie nachhaltig und lang anhaltend verändern, wenn du von irgendeinem einer Analyse, einem Gerät, einem Input, sei es von Menschen, sei es von Programmen, sei es von Zusammenhängen, abhängig machst. Das ist einer der größten Holzwege der Menschheit, die immer wieder zur Verzweiflung führen, die immer wieder zur Leere führen, die immer wieder dazu führen, dass es halt doch nicht so ist, wie ich es mir wünsche, dass ich aufgebe, dass ich scheitere und dass ich kapituliere. Und wenn ich das mal durchschaut habe, dann werde ich frei, dann werde ich leicht, dann lasse ich mich auch nicht mehr beirren, dann kann ich auch nicht mehr irgendwie Opfer von irgendeiner Marketingkampagne oder sonst irgendeinem Scam werden, weil ich weiß, ich muss keine Bedingungen erfüllen.
Weil ich weiß, es liegt nicht daran, dass ich das richtige Investment mache oder dass ich das richtige Business aufschnappe und mich da einschreibe oder dass ich den richtigen Job habe, sondern dann weiß ich, es liegt daran, dass ich mir endlich diese unendliche Divine Design, wunderbare, in Fülle lebende Perfektion für mein Sein erlaube. Und ich hoffe, dass du das verstehst in diesem Video, dass es wirklich, wirklich im Außen keinen Faktor gibt, im Außen keine Bedingung gibt, die von dir zu erfüllen ist oder von dir zu erreichen ist oder irgendetwas, sondern du musst einfach nur wissen, dass du es bist, dass du es wirklich, wirklich bist und dass du gesegnet bist mit allem Wissen, das du jemals wissen könntest, dass du gesegnet bist mit aller Gesundheit, die es jemals geben könnte, dass du gesegnet bist mit aller Freiheit, die man sich nur vorstellen kann, dass du gesegnet bist mit aller bedingungslosen Liebe, die da auch nur herrschen könnte. Und wenn du dieses Wissen so tief in dir aufsaugst, diese Logik, die dahinter steht, diese Logik des Divine Design, wie das wirklich funktioniert, wie das kreiert, wie das für dich da ist, wie das dich unterstützt, wie das deinen Rücken stärkt, wie das deine Sicherheit gibt, dann bist du in einer neuen Sphäre. Und dann bist du nicht Quantum gesprungen, sondern dann bist du heimgegangen in dein wahres Sein. Dann bist du heimgegangen in die wahren Prinzipien unseres Lebens, die so leicht sind, die so unendlich sind, die so großzügig sind, die so liebend sind und die so unterstützend sind. Und das ist so schwer für unseren Verstand zu verstehen. Das ist so schwer, weil da draußen ist ja scheinbar alles. Und drinnen in mir ist ja scheinbar der ganze Mangel. Aber es gibt keine Trennung. Es ist alles nur das, was ich wahrnehme, was ich sehe, was ich annehme. Weil was ich annehme, nehme ich wahr. Was ich annehme, nehme ich wahr. Und was ich annehme und wahrnehme, kreiere ich. Und deswegen ist es so leicht eigentlich, etwas anderes wahrzunehmen und anzunehmen. Deswegen ist es ja so leicht, einfach nur anzunehmen, dass mir alles zusteht, dass mir alles zugunsten läuft. Und wir haben es einfach nicht gelernt. Hallo, ihr Lieben, schön, dass ihr zuschaut. Wir haben es einfach nicht gelernt. Wir haben diese Prinzipien nicht gelernt. Wir haben nicht gelernt, bedingungslos zu sein, zu fühlen und zu denken. Wir denken immer in Zusammenhängen. Wir denken immer in logisch. Wenn ich das mache, dann passiert das. Wenn ich das nicht mache, dann passiert das. Und das ist nicht so, weil die Wahrheit ist, wenn ich das entscheide und dabei bleibe, dass es so ist, dann ist das. Wenn ich die bin, die ich entschieden habe zu sein und dabei bleibe, dass ich die bin, dann bin ich die. Und es kann keiner im Außen sagen, ja, aber du kannst doch die nicht sein, weil du hast ja eine falsche Figur, du hast ja eine falsche Frisur, du hast ja ein falsches Bankkonto, deswegen kannst du doch die nicht sein. Wer sagt denn das? Wer glaubt es? Das bin immer ich. Ich bin's immer. Und ich habe meinen eigenen Kampf. Ich habe meinen Kampf und das ist dieser Kampf zwischen Human Design und Divine Design. Das ist immer wieder dieser Kampf. Human Design ist das, was mir beigebracht worden ist, was ich gelernt habe, was ich glaube, wie die Welt funktioniert. Und Divine Design ist einfach diese göttliche Welt. Und ich habe keinen besseren Namen, aber das ist die bedingungslose Welt, in der Welt, in dem Energie herrscht. Und Energie folgt keiner Bedingung, sondern Energie ist oder sie ist nicht. Und was wir von der Quantenphysik gelernt haben, ist,
dass die Energie dort entsteht, wo sie beobachtet wird. Und eigentlich ist es so prinzipiell simpel. Ich muss nur achten, was ich beobachte. Und was, ich kann nur das beobachten, was ich annehme, was ich wahrnehme. Das kann ich beobachten. Und dann ist dort die Energie. Und es ist so viel wert, dass ich erkenne, dass Wahrnehmung Annahme ist. Das ist ein riesengroßer Schlüssel, den ich dir hier gerade mitteile. Weil du nimmst etwas an. Es ist für dich wahr. Ja? Ich nehme an, morgen wird schlechtes Wetter. Dann ist es für mich wahr, dass morgen schlechtes Wetter wird. Dann ist es so. Dann fühle ich mich gerade wie eine, in deren Welt morgen schlechtes Wetter wird. Wenn mir das überhaupt nichts ausmacht, dass morgen schlechtes Wetter wird, dann hat es keinen Einfluss. Dann fühle ich mich deswegen nicht besser oder nicht schlechter. Aber wenn ich jetzt mich als jemanden identifiziere, die schlechte Laune hat, wenn schlechtes Wetter ist und ich annehme, dass morgen schlechtes Wetter ist, ja, dann fühle ich mich doch schlecht. Wenn ich annehme, dass morgen schlechtes Wetter ist und ich mich bei schlechtem Wetter, logische Konsequenz, immer nicht so gut fühle oder müde bin oder Kopfweh kriege, wie bei Vollmond zum Beispiel, dann ist das so, dann ist das für mich so in meiner Welt, dann ist das meine Regel, dann ist das mein Zusammenhang, dann ist das meine Wahrheit und dann wird es niemals so sein, dass ich, wenn schlechtes Wetter morgen kommt, ich keinen Kopfweh habe. Und das ist so leicht, ja, das ist so leicht. Und wenn ich da aber tiefer reingehe, das sind ja so leichte Sachen, ja, ich weiß ja vielfach gar nicht, was ich annehme. Ich habe ja so viele Annahmen, ich bin voll von Annahmen, ich bin ja voll von diesen Annahmen programmiert, die sitzen ja alle ganz, ganz tief fest. Für mich ist es ja die Normalität. Für mich ist es ja so, für mich gibt es ja nichts anderes. Ja, und das muss ich erstmal kapieren, wo denn meine ganzen Annahmen versteckt sind, wovon ich denn überhaupt ausgehe. Ja, ich gehe oft davon aus, ich nehme an, dass wenn einer grimmig guckt, dass er schlecht gelaunt ist, weil ich darauf trainiert bin. Und dass wenn einer schlecht gelaunt ist, dass es auch für mich eine Konsequenz hat. Davon gehe ich aus. Ich habe da ganz viele Konstrukte für mich parat, bereit. Und nach denen lebe ich. Und die beeinflussen mich. Und die, wenn sie mich beeinflussen, beeinflussen sie meinen Seinszustand, wer ich bin. Und dann beeinflussen sie das, was ich ausdrücke, wer ich im Ausdruck bin, was für einen Fußabdruck ich hinterlasse, was ich für eine Energie hinterlasse, was für einen Raum ich eröffne. Und da liegt wirklich die Arbeit begraben. Ich darf meine Annahmen erkennen. Und ich darf genau diese transformieren. Ich darf diese verändern. Und dann verändert sich mein komplettes Leben. Und das ist so viel mehr wie Glaubenssätze, weil es ist nicht nur ein Glaubenssatz, sondern es ist ein ganzer Kuhschwanz, Rattenschwanz von Annahmen und Annahmen und Annahmen und Zusammenhängen und von Logiken. Denen folge ich. Und denen folgt meine Kreation. Und deswegen kriege ich immer das, was ich annehme. Deswegen ist das Gesetz der Annahme, ist das wahre Gesetz der Kreation und es ist nicht das Gesetz der Anziehung, weil da draußen sitzt nichts von selber, sondern es wird durch mich dahingesetzt. Ja, da sitzt nichts und wird von mir angezogen, sondern da ist gähnende Leere. Dr. Joe Dispenza sagt, da ist der Void. Da ist auch der Void, da ist die totale Leere in Wahrheit. Und nur wenn ich den Raum betrete mit meinen Annahmen, dann ist da alles plötzlich dort, was ich annehme und was ich sehe. Und deswegen, wenn ich eine andere werde, wenn ich ein anderes Selbstbild habe und ein anderes Selbstkonzept, wenn ich da in mein Void, in meine Leere reingehe, in die ich immer reingehe, dann kommt, da wird da mein Pushed Out ganz, ganz anderer sein, ja?
Das kannst du dir wirklich so vorstellen, wie du kommst in einen leeren Raum, du machst die Augen auf und da ist alles, was du wahrnehmen kannst, was du siehst, was du kennst, was dir bekannt ist, ist dann plötzlich da. Und dann schaltest du dich wieder aus und plötzlich ist da wieder Void. Da ist wieder Leere. Du kannst zurück ins Nichts. Und das ist das, was die Meditationen von Dr. Joe Dispenza so gut verdeutlichen. Ja, du gehst rein ins Void und da ist nichts und da ist niemand und du bist niemand, du bist nobody. Und wenn du dich dann anschaltest, trak, dann ist alles da, was du sehen kannst, was du wahrnehmen kannst. Ob du das entscheidest, was du wahrnimmst, oder Dr. Joe Dispenza oder irgendjemand anders dir sagt, was du wahrnehmen sollst, es wird durch dich wahrgenommen. Und dadurch ist es angeschalten. Es ist da, die Realität ist da. Bam, 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 bam. Und deswegen ist es ja auch so geil. Du kannst es auch wieder abschalten, wenn es scheiße ist. Du machst tack, Licht aus. Du, Void, weg. Aber du musst es auch ausschalten. Du musst da raus. Du musst da weg. Du musst da weg. Du musst tatsächlich das einfach sein lassen. Raustreten und alles neu beginnen. Dich verändern, dich transformieren, die Sachen, die du sehen willst, verändern, festlegen, was du sehen willst. Und schon trittst du wieder in den Raum an. Klick, Licht an. Es sind andere Sachen da. Zeigen sich andere Sachen. Plötzlich, ganz schnell. Und so geht Schöpfung, und so geht Kreation, und so geht Realität. Und deswegen ist das Einzige, was es gilt zu verändern, ist wirklich selbst und diese Selbstwahrnehmung. Und es hat gar nichts zu bedeuten, ja, deswegen, du hast nichts zu bedeuten. Niemand von uns hat irgendwas zu bedeuten. Außer das, was wir kreieren, bedeutet für uns etwas, aber für sonst niemanden bedeutet es etwas. Wir haben keine Bedeutung für irgendjemanden, außer für unsere eigene Entscheidung. Das ist ja das Wahnsinnige. Und deswegen heißt es ja auch so viel, heißt es ja auch immer, und Neville Goddard sagt es ja auch, dass niemand freien Willen hat. Weil wenn ich den Raum betrete, dann schalte ich das Licht an. Und da sitzt keiner sonst an dem Schalter. Da beamt sonst keiner irgendwas in die Existenz, außer ich. Und wie soll dann um Gottes Himmels Willen jemand irgendeinen eigenen Willen haben, wenn ich den Schalter betätige? Und keiner kann für mich den Schalter betätigen, weil ich bin der verdammte Schalter. Versteht ihr? Und deswegen ist es eigentlich so einfach, wenn ich das verstehe, wenn ich das verstehe, dass ich das bin, dass ich eben wirklich Gott mit dem Schalter bin. Gott hat den Schalter. Und wenn ich der wahrhaftige Gott bin, dann habe ich vor, wenn ich diesen Schalter anschalte, dann beleuchtet der all das Schöne, all das Liebende, all die Fülle, all den Glanz, all die Wahrhaftigkeit und nicht all den Mangel, all die Angst, all die Furcht, all den Hinterhalt, all das, was ich nicht will. Ich habe den Schalter und ich schalte das Licht erst dann ein, wenn ich klar bin, wer ich bin, was ich sehen will, was ich wahrnehme, was ich annehme. Und wenn ich dann dieses Licht richtig anschalte und krass hochdrehe und einfach diese ganze Power da reinmache, das haben wir übrigens letzten Sonntag, am Sonntag in diesem Call geübt, den wir hatten in der Divine Design Business und Leadership Akademie, da kann ich da auch Power reinknallen. Da kann ich da richtig, richtig viel Energie reinbringen, weil ich weiß, ich habe die richtigen Sachen vor Augen, ich habe die richtigen Annahmen vor Augen, ich nehme das Richtige an für mich und dann kommt auch das Richtige für mich zurück. Und das ist so ein geiles Training. Das ist so ein geiles Training, weil es mental ist wie Schach, weil es so kraftvoll ist wie Tennis, weil es so fokussiert ist wie Golf, weil es einfach mega ist und weil es ein Spiel ist. Und wenn ich das meistere, wenn ich da die Meisterschaft erziele, dann habe ich Divine Design, dann habe ich wirklich die schönen Sachen, da habe ich die Harmonie, da habe ich die Fülle, all das, was da ist.
Aber ich muss es annehmen, ich muss es mir vorstellen und ich muss es beleuchten. Und das ist das Prinzip, was dir viele irgendwie so hintenrum oder so leicht erklären wollen mit, ja, Herzensenergie strahlen und so weiter und so fort. Und du weißt nicht, wieso, weshalb, warum. Du weißt nicht, wie es funktioniert. Du weißt nicht, um was es geht. Und du mühst dich ab und denkst, oh, Herz, 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 ich muss was lieben, was ich eigentlich gar nicht lieben kann, weil es ist Human Design und da kannst du das nicht. Da kriegst du diese ganze Energie, kriegst du gar nicht hin. Aber wenn du in dein Divine Design Sein reinspringst und da weißt, wie alles funktioniert, dann kriegst du so viel Power. Ja, weil du weißt, um was es geht und weil du weißt, dass du diese Power dorthin strahlst, wo du es wirklich haben willst. Und es ist so ein geniales Konzept, es ist so ein grandioses, kraftvolles Konzept. Es gibt nichts, wo dieses Prinzip nicht wirkt. Es gibt nichts, was dieses Prinzip nicht bewirken kann und erreichen kann. Aber du kannst es aus deinem Human Design, aus deinem menschlichen Sein, aus deinem menschlichen beschränkten Denken, aus deinem logischen zusammenhängenden Denken, aus deinen logischen Rückschlüssen heraus, kannst du das nicht erfassen. Aber es gibt trotzdem eine Logik. Es gibt eine ganz klare Logik, wie diese Energie funktioniert, was sie will und was sie von dir will und dass sie will, dass du hier in diese Kraft und diese Power aus der höchsten göttlichen Wahrheit hereinsteigst und aus deinem menschlichen Sumpf herausgehst, dich draus erhebst und endlich ein geiles Leben kreierst und erlebst. Darum bist du hier. Darum. Und nicht, um irgendwie zu leiden, nicht, um irgendwie zu vegetieren und überleben und um Geld zu erkämpfen, sondern wirklich um zu leben. Und das ist meine Message für dich. Das ist meine Klarheit, das ist meine Wahrheit. Da, es gibt nichts anderes, ich bin mir hundertprozentig sicher. Und du bist ja auch hundertprozentig sicher. Jetzt geht es nur darum, mich meinen menschlich ausgerüsteten, programmierten Verstand dahin transformiere, dass er versteht, dass es so eine andere Welt im Divine Design gibt, die er aber genauso was conquer, besiegen, beherrschen kann aus der höchsten göttlichen Wahrheit und Schönheit und Fülle. Und dass es dann eben nicht mehr dieses menschliche Sklavenleben ist in eigenen Gittern, sondern dass dann die Freiheit tatsächlich herrscht und da ist. Und jeder kann sich das kreieren. Jeder, 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 jeder. Weil jeder ist so ausgerüstet und jeder ist dafür hier, das zu erkennen und es zu erleben. Tatsächlich zu erleben. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, ich habe euch da wieder ein bisschen inspiriert. Ich sage nicht, dass es einfach ist. Ich sage auch nicht, dass es ein schneller Weg sein muss, aber es kann ein wahnsinnig schneller Weg sein. Aber ich muss wissen, dass ich den Weg gehen will. Ich muss wissen, dass ich vom Human Design heraustreten will in mein Divine Design. Und ich muss wissen, dass ich da vielleicht viele Sachen aus dem Human Design zurücklasse. Aber ich kreiere sie mir in einer absolut viel schöneren Version im Divine Design. Aber wenn ich nicht bereit bin, in dieses Unbekannte zu springen und zu schauen, wie es dort auch funktionieren kann, weil ich nicht weiß, wie es ist, dann muss ich bleiben im Bekannten. Dann muss ich halt bleiben. Dann muss ich da halt leben. Aber wenn ich so viel mehr will und wenn ich das spüre, dass ich so viel mehr will, dann muss ich da diesen großen Sprung wagen. Und das ist letztendlich ist es ein Sprung in unsere Heimat. Letztendlich ist es ein Sprung aus dieser in die Unendlichkeit, aus der wir erschaffen worden sind. Es ist einfach nur für das, was wir glauben, was wir sind in unserem Fleisch und in unserem Körper, voll krass beängstigend. Aber wenn der Verstand dabei ist, weil er es versteht, wie es geht, dann gibt es eh kein Halten mehr. Und dann musst du gehen, dann musst du durchgehen, dann
dann gibt es nichts anderes mehr, wofür du dich letztendlich wirklich interessierst. Weil das ist das Einzige, wofür du hier bist. Das ist der Lebenszweck. Du hast keinen anderen Lebenszweck. Irgendwas im Human Design rumzuwursteln oder irgendeinen Beruf auszuüben oder irgendetwas, was man kennt, zu machen. Ich sage nicht, dass es schlecht ist, aber ich spreche zu dir und du sagst, es reicht mir nicht. Ich spreche zu dir, wenn du sagst, boah, ich habe immer gespürt, das kann es doch nicht gewesen sein. Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier Beruf 2, 3, 4, 5 erlerne und in diesem vorgefertigten Leben lebe. Und meistens werden die Leute halt dann auch krank, die das eigentlich schon ganz fest spüren. Die werden krank, ihr Körper wird krank, weil es nicht entspricht. Und wenn du ein Leben lebst, wo du denkst, das entspricht mir nicht, dann hat es einen ganz großen Sinn, dass es dir nicht entspricht, weil es dir halt wirklich nicht entspricht. Weil es ein Leben gibt, für das du hier bist, das dir wirklich auch mehr entspricht, das dir tatsächlich entspricht, das dir genau das gibt, was du möchtest. Und da kommt jetzt die große Frage. Was möchte ich? Was möchte ich erleben? Was sind die Erlebnisse, für die ich hierher gekommen bin? Was sind die Erfahrungen, für die ich hierher gekommen bin? Was sind die Gefühle, für die ich hierher gekommen bin? Was sind die Gedanken und was sind die Ansichten, für die ich hierher gekommen bin? Und das musst du erstmal klar kriegen. Und dazu bin ich hier zum Unterstützen, um diese Reise zu unterstützen, die so ein spannendes Abenteuer ist, die so unbekannt ist, die so aufregend ist. Und es ist bestimmt nicht für dich, wenn du nicht gerne Aufregung hast. Es ist bestimmt nicht für dich, wenn du nicht gerne dieses mulmige Gefühl hast, wo du sagst, oh, wird es wirklich gut? Oh, weil das ist ja, das ist Teil dieser Reise. Diese Gefühle sind Teil dieser Reise. Und es sind die super, super gesunden Gefühle, ja. Es ist nicht, dass du irgendwie, keine Ahnung, im Freefall aus einem Flugzeug springen musst mit einem, keine Ahnung, wie heißen diese Wingsuits an und so weiter und so fort und dein Leben riskieren musst. Das will keiner von dir, dass du das machst. Sondern das kannst du eigentlich in ganz sicheren Gefilden machen, in absolut safe, in einem absolut sicheren Raum. Aber die Gefühle werden da sein. Das sind genau diese Gefühle, die Leute wirklich in so Harakiri-Aktionen und Sportarten treiben, weil diese Gefühle so geil sind. Aber diese Gefühle, die sind eigentlich das Normal. Aber das ist eben diese hohe Schwingung, die du lernen musst zu halten, dass dein Leben sich echt so anfühlt, dass dein Leben so im Unbekannten ist, dass für dich total normal ist, dass du morgens aufstehst und dass du nicht weißt, was den Tag über passiert und mit was für Erlebnissen du am Abend ins Bett gehst. Das kann normal sein. Und viele lieben das. Und ich würde mal sagen, das entspricht eigentlich jedem in Wahrheit, wenn die Angst nicht da wäre, dieses Gefühl nicht zuzulassen. Wenn die Angst nicht da wäre, würde jeder dieses Gefühl haben wollen. Und weil die Angst halt so groß ist, holen wir dieses Gefühl mit Drogen oder Alkohol oder Ayahuasca ist ja im Moment so eine große Geschichte, ja. Das sind alles Sachen, die entsprechen mir eigentlich überhaupt nicht. Weil ich weiß, es kommt halt nicht von außen, sondern es kommt wirklich von innen. Ja, das wollte ich euch heute mitteilen. Ich bin jetzt hier noch in Spanien, Südspanien. Morgen fahren wir nach Toulon, gehen dort auf die Fähre und dann hören wir uns nächstes Mal von Sardinien, von meinem heißgeliebten Sardinien, was auch immer wieder schön unbekannt ist, weil es immer wieder eine neue Facette gibt. So wie ich das liebe in meinem Leben. Also, lasst euch inspirieren, lasst euch vorwärts treiben von euren Wünschen. Wie Neville Goddard so schön sagt, jeder Wunsch ist ein Versprechen. Und höre mal ein bisschen auf deine Versprechen, weil das ist dir versprochen, dass du das erleben kannst und dass du leben kannst, was du dir wünschst.
Und du musst da mal auch hinhören. Weil sonst kann es ja kein Versprechen sein, wenn du es nicht hörst. Bis dann. Tschüss.